Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt jetzt erstmal Szenen gerade gesehen von gestern Abend. Wir waren noch auf der, wir waren auf der Puffin-Mission, weil wir gelesen haben, dass eine Französin das gesehen hat. Naja, diese Franzosen, irgendwie scheinen sie Puffins und Lumentrottel zu verwechseln oder so, keine Ahnung. Aha, das kostet ja also Geld. Ja, ne? Genau. Eintritt kostet das Ganze. Ja, was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Also wir sind jetzt hier am Dan Otter Castle, glaube ich. Dan Otter Castle, genau. Genau, da sind wir auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal an. Es würde 50 kosten, aber ganz... Und wir können uns das aber auch von außen anschauen, denke ich, weil es ist eine Ruine. Und ja, es gibt eh nicht viel zu sehen gerade. Das heißt, wir gehen einfach mal in die Richtung, schauen uns das mal an, wie weit wir rumkommen. Und wenn wir... nicht mehr weiterkommen und dann bezahlen müssen, dann lassen wir es. Weil dafür jetzt 11,50 € auszugeben, glaube ich, macht keinen Sinn. Weil die Sicht, ich zeige euch das mal, die ist fast gleich null. Also ja, wir haben halt heute Morgen etwas Nebel. Ja, und was auch noch dazu spricht, es ist gerade ein Bus angekommen. Mit, glaube ich, mindestens 50, 60 Leuten. Ja. Da hast du gar keinen Bock. Die laufen. Alle vor uns da hinten, also naja. Also dann lässt man das wahrscheinlich sein. Wie gesagt, bis jetzt sehen wir nichts. Und ob wir was sehen, dann werdet ihr was zu sehen bekommen. Und dann melden wir uns wieder von unserem nächsten Spot. Es geht langsam aber sicher weiter. Wir haben heute Mittwoch den 15. Ja, wir müssen langsam Stück für Stück weiter runter und das werden wir auch tun. Aber Step by Step, nicht in Hast oder Eile. No? Ja, das sowieso nicht, weil heute müssen wir auch mal einkaufen. Genau. Wir haben gesagt, wir wollten einkaufen. Haben wir auch.
das Ding ist voll. Und erst waren wir natürlich noch beim Schloss, wollten ja kein Geld bezahlen, haben uns das dann doch angeschaut, war schon interessant. Ja, irgendwie war es schön. Ja, also gerade weil dieses Mystische. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir einkaufen. Ja, mein Mann hier, wie blöde, Cider, noch mehr Cider. Cider okay. Ist auf jeden Fall eine Menge dabei. Ein bisschen Süßigkeiten. Also insgesamt haben wir jetzt hier 106 Pfund bezahlt für den Wagen. Das was geht. Das jetzt in Euro ist, keine Ahnung. Also ich finde, das geht. Ich glaube, in Deutschland hättest du so einen Wagen nicht für so wenig. Also gerade mit dem ganzen teuren Alkohol und auch hier so ein großer Träger, hier noch Cola und so weiter. Also das hättest du, glaube ich, nicht hingekriegt. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Essen, dass wir eigentlich, also bis auf einmal müssen wir vielleicht nochmal am Samstag, wenn wir können, wenn wir einen Laden finden, wo wir Toast kaufen für zu Hause. Ja, genau. Sonst haben wir eigentlich jetzt alles, was wir haben. Ich bin hier gespannt, das sind ja Creamhorns, also ich kenne das als Schillerlocke mit britischer Cream. Ich bin echt gespannt, freue mich drauf. Jo. Und jetzt heißt es wegräumen und dann suchen wir unseren Schlafplatz für heute. So machen wir das, vorhin muss das Eis in Gefrierfach. Ja, dann hört auf zu labern und rein mit dir. Los geht's. Rinnen. Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. Marcel, hast du wieder einen schönen Platz ausgesucht? Ja, wunderbar, direkt am Strand. Was will man mehr? Da werden wir auf jeden Fall nachher auch hingehen. Mal gucken, wie weit das Wasser dann rankommt. Oh, schauen wir mal, ne? Teilweise wird es sehr mystisch, hier lang zu fahren, gerade durch St. Andrew. Das war richtig hammer, wie dann der Nebel da wieder reinkam. Also, ja, lohnt sich bestimmt auch, sich anzugucken. An dieser Stelle mal ein kleiner Tipp, weil es sah sehr schön aus mit der Kathedrale und das ist ja auch alles zerfallen dort und so, diese Church und so weiter. Also das ist schon nett. Wir wollten aber keine Stadt, wir wollten Strand, wir wollen das hier genießen und genau das tun wir jetzt hier mit einer Brotzeit. Wird nämlich Zeit, 14.30 Uhr ist es schon, sonst wird er wieder viel zu spät alles. Genau. Und schöne Bilder. Alles gibt's gleich. Genau, gibt es dann, wenn wir gegessen haben. Hast du recht. Hast du recht? Mhm. Wer recht hat, gibt einen aus. Na dann mache ich das mal mit Brot. Brot. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Essen ist fertig. Oh, jetzt haben wir Essen gemacht. Meine Nase hat lecker Essen gekocht. Ich weiß nicht, ob es lecker ist. Das denke ich mal schon. Es gibt wieder Spaghetti mit Würstchen. Wobei, Bockwürstchen. In Schottland gekauft. Deutsche Bockwürstchen. Richtig. Und ich habe heute mal einen anderen Cider. Wir waren ja vorhin einkaufen. Wir haben natürlich noch ein paar andere Sorten auch noch also gekauft. Und will ich jetzt ausprobieren. Ist jetzt sozusagen was Bäriges. Also gucken wir mal. Das ist so ein bisschen rötlich dann. Vermute ich mal. Ja, schauen wir mal.
Aber Apfel ist auch mit drin. Apfel ist auch noch mit drin, und genau. Black Currant, also Blaubeere würde ich sagen. Ich würde sagen, Blaubeere ist das. Mhm. Ja. Wir schauen mal, wir probieren das mal aus. Wobei Black könnte auch so eine Johannisbeere oder nee, das ist ja anders. Na, ist egal, was weiß ich. Nein, wir wollen alles, wenn richtig? Schon wissen, was das jetzt ist. Wenn ich sie nur ansatzweise zu blöde wäre, meine dicken Finger hier. Naja, so ist das halt egal. Auf jeden Fall lassen wir uns das jetzt schmecken mit einer schönen Aussicht, aber die ist etwas nebelig, also da sieht man nicht viel. Schwarze Johannisbeere. Ah, dann war es doch eine schwarze Johannisbeere. Siehst du, ich habe es mir doch schon gedacht. Die sah auch so aus. Keine Blaubeere. Warum sagst du es da nicht? Ja, weil ich es nicht so genau wusste. Die heißt ja eigentlich anders, aber irgendwie, naja, ist egal. Naja. Keine Ahnung. So, wir lassen uns auf jeden Fall schmecken. Ja, Stefan hat gesagt, draußen kann man nichts sehen. Deshalb bleiben wir drinnen, schauen ein bisschen Videos, haben nämlich noch genug Internet übrig, ja. Weil wir laden nichts mehr hoch. Das machen wir alles jetzt in Deutschland. Das, was wir an Videos haben. Ich glaube, das ist jetzt auch einer der letzten Videos, die jetzt überhaupt in der Produktion sind, weil langsam aber sicher geht es zum Ende. Ja, leider. Naja, aber so ist das halt. Gut. Alles Schöne hat irgendwann ein Ende. In diesem Sinne, guten Hunger. Mahlzeit. Fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Wir haben es 9.31 Uhr und ihr habt noch ein paar schöne Szenen hier aus, keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe mein Handy leider da vorne liegen, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch gerade nicht. Du kannst ja dein Handy geben. Ach so. Oder du guckst in deinem Handy nach. Ich wollte gerade sagen, wir können ja auch ja, was in haben wir meinem Handy gucken. Wo wir hier sind, irgendwas mit Kingston, das hatte ich noch gelesen, also in der Nähe von St. Andrew. Kings Barnes sind wir. Genau, da in der Nähe, und zwar an dem Strand. Ja, ideal. Schön hier auf jeden Fall. Ja, hat uns 10 Pfund gekostet, aber wie gesagt, das ist so Standardpreis und wie gesagt, 10 Pfund ist dann auch in Ordnung. Ja, dafür, dass du dann auch legal hier stehen darfst und so weiter, also ich finde es okay, alles gut. Wir wollen jetzt an Edinburgh wieder dran vorbei. Das sind ungefähr 2 Stunden Fahrzeit, die wir haben. Ja. Wir wollen in die Nähe von Edinburgh nochmal, aber zu einem großen Stein. Ja, das soll unser Ziel für dieses Video sein. Mhm. Und dann ist tatsächlich morgen schon Freitag. Morgen werden wir Schottland verlassen. Tja, so ist das. Aber unsere Rückreise beginnt ja dann noch sozusagen. Ja, ja. Also wir haben dann ein Video. Also im nächsten Video kommt dann wirklich die Abreise, das können wir euch schon sagen. Dann haben wir auch wirklich genug Material zusammengesammelt. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch so viele Videos wären. Ja, aber wir haben auch viele schöne Sachen erlebt. Genau. Einmal rundherum um Schottland, kann man sagen. Und einmal quer so rein. Das haben wir gemacht. Und jetzt fahren wir los und schauen uns den nächsten Spot an. Denn noch ist er nicht zu Ende, ne? Genau. Los geht's. Don't want to sleep tonight at all. Just want to watch them stars fall with you. Don't want to try to make up dreams just to be seen. I want to lay here beside you. Oh, quiet. Wir
sind jetzt in Northern Berwick angekommen, haben Dahnstein. Ja, und da dann, unten die Klippen und so weiter. Genau. Da versuchen wir gleich mal runter zu gehen. Und ja, da oben stehen wir hinter dem Weißen. Ne? Also wenn man so will, weiß, schwarz, weiß. Und dann kommen wir. Wir sehen, ist jetzt nicht zu sehen. Ja, und wir haben hier unsere letzte Station in Schottland. Mhm. Morgen geht es dann weiter Richtung, ja, Richtung, wie heißt es, Hull. Ja, Stück für Stück so ein bisschen dann runter. Ne? Mhm. Und also wir müssen, weiß ich nicht, 200 irgendwas Kilometer hast du gesagt, 250 oder so. Naja, ja, so ungefähr. Auf jeden Fall werden wir jetzt da unten laufen zum Strand. Und in der Zeit, wo wir dahin laufen, werden wir euch schöne Aufnahmen machen, die er vor kurzem gemacht hat. Wir haben noch gerade gegessen, aber das, was du davor gemacht hast, das zeigen wir jetzt. Ne? Genau. It's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Well, it's not what we see, it's what we choose to be. Sunflowers, high grass and bare feet. Each second is a treat. Hey, baby, I keep my balance next to you. It's true. Nowadays there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. It's not what we know. It's where we go. I grow wings and tell her goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. We're beyond good. I've never been so ready. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. So, jetzt haben wir hier, ja, den letzten Punkt, kann man schon fast sagen, hier. Und richtig schön ist das hier. Es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Klar, man muss mal gucken, den Platz, wo wir stehen, ist natürlich total voll. Neben uns arbeitet jemand. Ne? Die macht in dem Auto, genau, ja. Mobiles Arbeiten. Ja. Also das ist für mich mobiles Arbeiten. Ja. Weil das ist ein Wohnmobil. Schon ja, witzig. Sonst dort der Berg mit den, also das ist einfach Hammer, was man hier sehen kann. Der Berg kommt auch langsam zur Geltung. Ne? Also da hinten könnte man ihn schon erahnen. Ja, ich weiß nicht, ob man da was sieht, aber wir blenden das notfalls ein. Ich glaube, man hat jetzt ein bisschen, also dass ein Berg ist, glaube ich, hat man ja gesehen. Ja, doch, ich glaube schon. Und das ist das Geniale, muss man ehrlich sagen. Die Sonne kommt durch, langsam wird es wirklich richtig schön. Also, was will man mehr? Ja, das ist unser letzter Halt. Ja. Morgen geht es dann wirklich weiter Richtung, ja, im Endeffekt, beides sind sie in der Richtung Heimat, also genau, Richtung Heil, ne? Genau. Und da werden wir auch dann Fazit machen, wenn wir da was sind. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, soll es mit diesem Video gewesen sein. Das war Schottland, ja. 24. Und ja, wie gesagt, ein bisschen ein Video kommt noch. Das können wir euch auf jeden Fall ein verfolgen. Highlight in England auf jeden Fall. Das wollen wir uns anschauen, mal sehen, was wir davon sehen. Und ja,
Aber das erst im nächsten Video. Und so lange bleibt ihr uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Und ganz wichtig, ein paar Szenen kommen hier noch, also schön dranbleiben. Aber dann beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Although I thought I was fine.